Er ist einer der vielen jungen Wilden im Team des VfL Gummersbach, der derzeit in der Handball-Bundesliga für Furore sorgt. Beim starken 37:31 Sieg gegen das Top-Team aus Melsungen war Ule Pregler mit 3 Treffern gegen seinen Heimatverein beteiligt. Sein Trainer Gudjon Valur Sigurdsson erklärt, warum er auf den 21-Jährigen setzt. Wir trafen den Rückraumspieler nach dem Spiel zum Kurzinterview. Die Frage, ob es mutwillig war, Ole gegen seinen Ex-Verein spielen zu lassen oder ob es aufgrund von Trainingseindrücken war. Es war nicht nur, weil der Gegner Melsungen heißt oder dass er früher in Melsungen gespielt hat, sondern Ole hat seit Ende September fast jedes Spiel angefangen und hat es auch wirklich gut gemacht. Er ist ein junger Spieler, der immer noch seine Zeit braucht, aber er hat das hervorragend heute gemacht. Er ist sehr beweglich, hat keine Angst, 1 gegen 1 zu gehen, spielt gut mit der Kreisläufer zusammen und er hat das gut gemacht. Und ich habe, mein Plan war es, die beiden auf dem Spielfeld zu haben oder circa 15 Minuten auf dem Spielfeld zu haben, damit wir gut Tempo gehen können. Aber durch die rote Karte von Eddie musste ich den Plan ändern, weil ich keinen halbrechter Verteidiger hatte. So Ole musste da durchspielen. Aber dann haben wir ein paar Pausen gegeben und Dominik in die Überzahl gebracht. Aber das ist einfach eine Entscheidung, so, die wir, nachdem wir gespielt haben in letzter Zeit, wie wir trainieren. Aber man hat auch gesehen, Dominik hat es überragend gegen Berlin gemacht. So, das war so eine Entscheidung, die man als Trainer manchmal treffen muss. Mein Bester Ole Pregler von VfL Gummersbach, danke, dass du im Moment Zeit hast. Gerne. Ja, Glückwunsch zum Sieg, sag ich mal. Wie hast du Spiele? Es war ja schon ein bisschen großer Sport, sag ich mal. Auf jeden Fall. Es war ein sehr körperbetontes Spiel auch. Ging ordentlich zur Sache. Aber von Anfang an war die Stimme in der Halle überragend. Die Halle hat uns wieder angetrieben. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein sind wir einfach alle mega stolz aufeinander und sind froh, dass wir die 2 Punkte hier behalten konnten. Ihr kratzt jetzt in der Tabelle, ihr seid der 6. Ihr kratzt an Platz 5. Ist das für euch ein Thema in der Kabine oder sagt ihr einfach weiterhin Spiel zu Spiel, alles slowly? Es ist wirklich so Spiel für Spiel. Wir gucken nicht großartig auf die Tabelle. Natürlich freuen wir uns darüber, dass wir auf diesem Platz stehen. Aber wir sind nach wie vor eine sehr junge Mannschaft. Man kann jetzt nicht verlangen, dass wir jedes Topspiel zu Hause gewinnen. Aber wir geben immer unser Bestes. Wir trainieren hart, sehr hart. Und hoffen wir einfach, dass es so weitergeht. Für den gebürtigen Melsunger, Spiel gegen Melsungen muss ja was Besonderes sein, immer noch, oder? Auf jeden Fall. Es ist natürlich ein besonderes Spiel für mich. Das braucht man nicht leugnen, keine Frage. Aber in erster Linie freue ich mich einfach, wenn wir gegen ein Top-Team gewinnen zu Hause. Das ist immer was Besonderes und klar, für mich dann nochmal etwas spezieller gegen den Ex-Verein bzw. vor allem auch die Heimat. Du bist ja seinerzeit per Laie, wenn ich es richtig im Kopf, erstmal hierher gewechselt, dann fester Vertrag, ich glaube sogar auch nochmal verlängert. Verlängert noch nicht, aber ich habe bis 26, ja. Das war meine falsche Info jetzt, aber egal. Auf jeden Fall längerfristig hier geplant. Was macht Gummersbach aus für dich? Es gibt sehr viele Faktoren. Es ist einfach eine Handballstadt, man lebt dem VfL hier in der Stadt und ich glaube, das ist was man enorm merkt, auch diese Tradition, man weiß, was der Verein schon alles erreicht hat und als ich hierher gekommen bin, ging es eher darum, den Verein wieder in die erste Liga vor allem zu bringen und jetzt momentan sind wir dabei, uns oben wieder zu etablieren, das funktioniert ganz gut und man merkt einfach, die ganze Stadt steht hinter einem, der Verein ist sehr, sehr familiär. Meine Frau fühlt sich pudelwohl hier, also jeder versteht sich super mit jedem und ich glaube, das ist in erster Linie erstmal das Wichtigste. Aber wie gesagt, die Fans, die Stadt, das ist schon was Einzigartiges. Die Heimat des Handballs sozusagen. Genau, das trifft es eigentlich gut, ja.